Oh Gott. Oh. Wenn du einfach nicht gehst? Oh Gott, dann würden wir bis in alle Ewigkeit hier sitzen und würden dann erfrieren und dann würden wir sterben und. Ja, ja, ich mein's ernst. Koalas. Wusstest du, dass sie nur in Australien existieren können? Ja, kein gehört. Einziger Koala hat es jemals auf einen anderen Kontinent geschafft. Bis auf einen. Dieser Koala lebte mit seiner Koala-Dame in trauter Zweisamkeit immer auf demselben Eukalyptusbaum. Und irgendwann hat er sich gedacht, Moment mal, wir essen den gesamten Tag diese hochgiftigen Blätter und werden schrecklich high davon. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir vielleicht irgendwann zu träge sein, um uns zu lieben und sterben dann aus. Ich meine, das kann ja nicht alles sein. Und dann hat er seiner schlafenden Koala-Dame auf die Stirn geküsst und hat seinen Beutel voller Eukalyptus gepackt und ist auf allen Vieren in die weite Welt hinausgehoppelt. Und zuerst war er bei Aborigines und hat da ganz seltsame Instrumente gelernt. Und dann war er in einem Beutel von einem Känguru, fand aber ein bisschen eng, und dann auf halber Strecke rausgelassen, hat er richtig Glück gehabt. Pfötchen rausgestreckt, am Straßenrand, im Lastwagen, direkt nach Sydney. Und in Sydney hat er das erste Mal das Meer gesehen. Und dann fand er sich irgendwann auf einem Schiff nach Neuseeland wieder. Und dann in der Abendsonne an der Reling stehend, hat er in seinem Beutel nach Futter gesucht und hat plötzlich in seiner Pfote das letzte Eukalyptusblatt gehalten. Und auf einmal überkam ihn eine unglaubliche Sehnsucht. Ich meine, was hat er denn überhaupt gesucht in der Welt? Den Spaß, das Abenteuer, das Leben? Aber ich meine, dieser spezielle Eukalyptus, den es ja nur für Koalas zu fressen gibt, den gibt es ja nur in Australien. Und seine Koala-Dame sowieso. Und dann in Neuseeland, zack, schnurstracks wieder zurück nach Australien, zurück nach Hause. Und als er da seine Koala-Dame auf dem Baum hocken sah, da bekam ihn ein unglaubliches Gefühl von Heimat. Alles, was er jemals gesucht hat, war hier. Immer nur hier gewesen. Und als sie wach wurde, da konnte sie sich gar nicht erinnern, dass er überhaupt weg gewesen ist. Ja, für ihn sind so viele Monate vergangen, aber sie kannte überhaupt gar keine Zeitrechnung. Für sie war immer alles nur eins. Der Baum, die Liebe, das Leben, der Eukalyptus. Scheiße, dann fahr doch. Ey, aber du fährst nicht per Anhalter nach Sydney.